Ja, hallihallo, hallöchen, meine Freunde und Zuschauer. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde mit Stellaris. Und auch heute sind wir wieder zu zweit anwesend. Der ÖGM ist auch wieder dabei. So sieht's aus. Moin, hallo. Schön, dass es wieder mal geklappt hat. Ja, täglich gab's jetzt eine Folge fast, außer heute. Aber jetzt geht's wieder weiter. In der Tat, verrückt, wenn man so 2 Stunden am Stück spielt, was da ja, so zusammenkommt. Ne. Ja. Verrückt. So, ja, und nachdem wir uns jetzt hier durch den... Bitte? Noch gar nicht weit gekommen sind sie so groß. Nee, noch gar nicht, ne? Das stimmt, ist echt, echt schlimm. Naja, nachdem wir jetzt gerade erstmal das Safe-Game-Chaos hier durch haben und uns überhaupt, um überhaupt erstmal ins Multiplayer-Spiel reinzukommen, würde ich sagen, legen wir einfach los, oder? Und lösen mal die Pause und gucken, was passiert. Richtig, würde ich auch sagen. Alles klar, machst du? Ich kann die Pause mal lösen. Jetzt läuft's. Genau, läuft. So. Berater hat's bei mir übrigens auch wieder auf laut gestellt. Ich hatte gerade im Menü schon, aber ich hatte das Spiel mal kurz wegen dem Mod Deutschkorrektur nochmal neu gestartet und schon war der Berater wieder laut. Naja, das müssen sie echt noch fixen. Also, das ist echt ein bisschen ätzend, dass die Spiele immer so verbuggt auf den Markt kommen von Paradox. Aber sie sind dann immerhin, naja gut, ich meine, jetzt haben sie es in der Woche nicht geschafft, aber sie haben ja schon 2 Hotfixes rausgebracht. Mhm. Und sind wohl auch jetzt schon, habe ich auf GameStar gelesen, auch im Forum, schon kräftig dran, Sachen zu fixen und auf die Community zu hören und da neue Dinge einzubauen. Wohl auch in kostenlosen Patches, also zunächst mal gar nicht mal in Form von DLCs. Und das ist natürlich sehr nice. Ja. So, was habe ich hier für ein Event? Der Bunker ist ein Grab für hoffnungsvolle Unsterbliche. Ha. Tote Aliens sollte man ruhen lassen. In der Tat, sonst wirst du noch zum Feind erklärt. Macht aber egal, was ich auswähle. Ich kann, tote Aliens sollte man ruhen lassen, gibt Ingenieurforschung 168. Oder das tun wir nicht, aber ladet ihre Neuralmuster trotzdem herunter, gibt 126. Ah. Ach komm, probieren wir mal, das tun wir. Warte mal, was tun wir denn nicht? Blablabla, wiederbeleben. Na, wiederbeleben tun wir sie nicht, aber wir laden uns mal diese Neuralmuster runter. So, fertig, aus. Gibt zwar weniger Forschung, aber gut. So, ich habe jetzt gerade mal auf meiner Oberfläche schön die Feldblocker entfernt. Die stehen jetzt alle in Reihe an. Damit ich ein bisschen mehr Ressourcen erwirtschaften kann. So, wo habe ich denn hier? Ich habe ein rumdümpelndes Forschungsschiff. Konstruktionsschiff. Oh, ja. Das wollen wir mal hier Forschungsstation bauen lassen. Und tatsächlich auch ein rumdümpelndes Forschungsschiff. Es tut bei mir noch irgendwas, Konstruktionsschiff. Sieht man das, was es gerade tut? Steht nur... was steht... Nee. Du kannst, warte mal... Hat irgendwie so ein Fortschrittsbalken, da steht nicht da, was er macht. Ah, doch, jetzt, ich muss bloß... Ah, okay, der Mauscursor muss bloß über diesem Fortschrittsbalken sein und nicht über dem Konstruktionsschiffnamen. Genau, ja, sehe ich auch gerade. Wenn du genau über den Balken drüber gehst, dann passt's, ja. Außenposten wird gebaut, alles klar. Na, lüb doch. Lübt. Lübt. Das erforschen lübt. Kann ich leider nichts mehr in meinem Bereich. Ist alles erforscht, wo ich hinkomme. Echt? Ja, ist schon alles. Ach ja, du bist ja mit dem... du hast ja nicht den... Na. Du hast diesen ja dieses komische Warp... Wurmloch, genau. Wurmlochantrieb, genau. Du kannst aber mal gucken, ob du schon diese neue... Diese Basisstation dafür bauen kannst. Oder geht das bei dir? Ich glaube, Wurmlochstation, doch, da habe ich schon eine am Rande. Aber irgendwie. Research complete. Warum hat denn der dann meinen Bereich nicht. Doch, der hat meinen Bereich erweitert. Das ist ja diese ganz gestrichelte gelbe Linie im Galaxie-Modus. Ne? Genau, ja. Richtig. Ja, genau, die hat das schon erweitert. Okay, dann passt das auch. Oh, ich habe mich schon gewundert, weil meine farbige Fläche ist gar nicht erweitert. Die erweitert sich ja bloß mit Außenposten einnehmen. Ja. Ich habe jetzt irgendwie, Flottenaufklärungsdienst hat in den letzten Monaten mehrere Angriffe auf zivile Schiffe in unserem Raumbereich entdeckt. Geburt der Weltraumpiraterie, wo denn? Also ich habe hier auf jeden Fall Gegner gefunden, das sind allerdings so komische Space-Amöbas. Mhm. Mit denen legen wir uns allerdings noch nicht an, die sind ziemlich stark. Ja. Da muss ich erstmal meine Flotte ein bisschen aufrüsten. Space Amöbas. Ja, gibt es auch noch, also Space Amöben eben, aber die sind irgendwie auch so ein bisschen krüppelig übersetzt. Ja.
Ja, ist nun mal so. Und genau, da die spielen später, also es gibt auch Quests, die genau auf dieses Space-Amöben oder Amöbas oder wie auch immer halt abheben. Mhm. Naja. Design, was ist das? Umschalten der automatischen Generierung von Schiffsdesigns beim Erforschen neuer Technologien. Genau, du kannst die Schiffe eben, wenn du standardmäßig stehen die ja alle auf automatisch, so dass die eben, wenn du neue wenn neue Techniken erforscht werden, werden die halt automatisch entsprechend abgegradet. Ah, okay. Das, genau. So, bauen wir mal. Ah, okay, jetzt habe ich einen Außenposten eingenommen, jetzt ist mein Gebiet größer geworden. Alles klar. Außenposten gebaut, oder was? Gebaut, genau. Gebaut. Ja, okay. Das macht Sinn. Gibt nichts einzunehmen, wo nichts ist. Genau, was haben wir denn? Neue Forschung, Ionenantriebe, Gauss-geschützt. Ich hoffe auch, dass er diesmal meinen Mauscursor mit aufnimmt. Ich habe die Option extra vorhin noch eingestellt bei DX Touring. Ah ja, genau. Ja, das ist bei so mauslastigen Spielen schon nicht schlecht, ne? Wenn du dann irgendwie den Cursor nicht siehst, das kann einem tierisch auf den Keks gehen. Oh, jetzt kommt bei mir eine Piratenflotte an und versucht, meinen Heimatsektor anzugreifen. Oh, das kann ich das irgendwo sehen? Dann, da sehe ich so ein, feindliche Flotten, Alien-Schiffe, 82,91? Ja, genau. Also zumindest gut. 82 sehe ich jetzt. Da kannst du doch dann nichts mehr machen, solange die da stehen, oder? So Leute, we are back sozusagen nach einem kleinen Spielabsturz bei mir. Jetzt hatte ich hier mal meinen Spielstand geladen und ja, jetzt sind wir wieder beim 1.7.2212. Und ich glaube ja, wir waren stehen geblieben bei, was war's? 9. Zeitsprung. Wir sind da stehen geblieben. Ich glaube, das ist jetzt kurz bevor gleich wahrscheinlich bei mir die Piraten hier reinhüpfen. Ja, wahrscheinlich. Ich drücke auch einfach mal auf Play hier jetzt. Shit happens, so, genau, mach du mal. Dann kommen die wahrscheinlich gleich wieder. Wahrscheinlich schon. Naja, ist halt dumm gelaufen. Die Technik, die versagt wieder. So ist das. Hast du denn sonst eigentlich die Woche über mal gespielt? Oh, neuer Kontakt. Gut. Ja, ich habe neuen Kontakt. Also das Spiel läuft schon anders ab. Aber die Red Corsairs Pirate Fleet wurde auf direktem Kurs nach Dollar entdeckt. Mit 82, die kommen gerade wieder zu dir reingeflogen. Ja, jetzt sind sie und wieder da. Ja, wir haben hier, warte mal, ich mache jetzt mal ganz kurz Pause mit den Galactic Zirgok Commonwealth irgendwie Kontakt Zirgok bekommen. Wo sind die denn? Ach da, nee. Ich glaube, Imperator war schon wieder so laut, oder? Ganz, ach da, östlich von dir quasi. Östlich von mir. Mit denen müsstest du eigentlich schon Kontakt haben, vermute ich mal. Das ist... Da rechts, dieses komische mit dem Viereck-Symbol. Müsstest du sehen, wenn du relativ weit rauszoomst. Wie heißen die? Galactic Zirgok Commonwealth. Ich sehe hier nur die Vetagigun-System. Nee, ich meine, nicht nur das System, sondern... Also du hast doch, ich sehe hier rechts unter dir ist doch diese Immense Allied Stars. Genau. So, und rechts davon ist bei dir gar nichts, oder was? Nee, das ist bei mir gar nichts. Das ist leer und dann kommen wieder diese Vategigun ganz rechts. Okay, dann kann das sein, dass wir noch keinen Active Sensor Link haben, sondern irgendwann nur mal die Karten ausgetauscht haben. Wahrscheinlich. Müssen wir gleich mal gucken. Gut, also ich muss mal ganz kurz hier, ich spreche für Geschäftsführer Nuvol und die wohlhabende Elite von Galactic Zirgok Commonwealth. Eure fremde Lebensart ist uns unangenehm, aber vielleicht können wir trotzdem eingeschränkten Handel treiben, vorausgesetzt, eure unterlegene Zivilisation kann irgendwas von Wert produzieren. Alien-Abschaum. So. Irgendwas von Wert kriegen sie schon hin. Ja, genau. Eventuell. Vor allem steht hier, wenn ich da draufklicke, steht da ganz klar, relative Macht ebenbürtig, von wegen unterlegen. Voll Horste. So, warte mal, ich guck mal ganz kurz jetzt, wenn ich bei dir draufklicke, nochmal ganz kurz gucken. Handelsabkommen. Hat ein Handelsabkommen. Wir handeln das Forschungsabkommen. Doch, eigentlich aktive Sensorverbindung. Das müsste eigentlich bei dir auch irgendwie auftauchen. Ist nicht auf dich drauf? Wo? Kann ich denn auf dich drauf? Dollar? Nee, sehe ich bloß deinen Stern. Also, ja, du kannst auf dieses sechseckige Symbol draufklicken. Ah, Fellowship of Donald Trump. Dann kommst du in diese
genau, in diese Übersicht. Wo so, sehe ich denn unsere bestehenden Dinge, unsere bestehenden Abkommen? Die siehst du dann, wenn du da draufklickst, ist in der Mitte so ein, also ganz genau, ganz rechts sind ja diese Optionen, die man hat, und links daneben sieht man ja, was man so alles hat. Also zum Beispiel eine Botschaft, und ganz oben ist eben Handelsabkommen. Und wenn du da auf das jeweilige Icon gehst, dann steht da eben Fellowship of Donald Trump handelt Forschungsabkommen, Yehitma Union handelt Forschungsabkommen. Und über das dem anderen ich Icon. Das sehe ich nicht. Nee? Du müsstest. Also bei mir stehen da. Okay. Ja, alles klar. Ich bin wieder auf diesen Button rechts gegangen, Handelsabkommen. Ach so, nee. Deswegen sage ich ja, das sind die Optionen, die du hast. Und links daneben stehen sozusagen deine diplomatischen Aktionen oder Zustände sozusagen. Du handelst aber auch aktive Sensorverbindungen. Genau, ja, deswegen wundert mich das. Richtig. Man kann jetzt ja nochmal gucken. Information, Sternenkarte. Information, Sternenkarte. Und dann bestätigen. Und dann müsstest du gleich einen entsprechenden Request von mir bekommen. So, jetzt mache ich hier nochmal gerade die Weltraumpiraten da platt. Fix. Hilft ja nichts. Alles klar. Hause um. So machen wir's. Sternenkarten, okay. Zustimmen. Ja, genau. Oh, jetzt sind die wieder rausgesprungen aus dem System. Hä? Ja, die Feinde, ne? Die Feinde, ja. Ich glaube, das ist. Habe ich gerade gesehen. Sicher, aber kann sogar sein, dass das eben auch passiert ist. Die sind aber jetzt woanders hingeflogen, wo sie vorher waren. Ja, in das Hirim-System, genau. Ja. Aber da geht's jetzt zur Sache. Ja, die Kämpfe sind eigentlich echt schön gemacht. Das ist halt ein bisschen verwirrend, weil du kannst alles so schön detailliert beobachten und so, aber du kannst halt fast nicht eingreifen. Richtig. Also du hast halt den Zurückziehen-Button, aber das war's eigentlich. Mhm. Du kannst im Prinzip so ein bisschen das Ganze feintunen, indem du deine Schiffe ausrüstest und eben deine deine Forschung darauf abstimmst, deine Schiffe upgradest und immer einen Admiral zuteilst. Okay. Das kann halt ein bisschen helfen, aber Die Forschungsschiffe brauchen ja jemanden, der das Schiff fliegt sozusagen, aber die Konstruktionsschiffe nicht? Die Konstruktionsschiffe nicht, nee. Okay, gut. Hab mich gerade schon gewundert, hey, da ist gar keiner drin und ich kann keinen auswählen. Ich glaube, den kannst du auch gar keinen zuteilen, genau. Okay. Ich rekrutiere jetzt mal einen General. Ein Admiral, meine ich. Sieht man eigentlich außerhalb eines Systems, ob man in diesem schon alle Forschungsstationen oder so gebaut hat oder noch nicht? Sind das diese grünen Zahlen und weißen? Genau. Also wenn die weiß sind, dann hast du die Ressource noch nicht erschlossen. Und wenn die grün sind, dann hast du die schon erschlossen. Also ich habe jetzt in meinem Bereich zum Beispiel alle Ressourcen erschlossen. Deswegen warte ich jetzt eigentlich nur noch drauf, dass ich irgendwann mal wieder einen Außenposten bauen kann. Aber es wird noch eine Weile dauern, weil ich habe genau 5 Einfluss. Und mache plus 1 im Monat. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Ja. Mal schauen, wann kann ich denn hier Raumhafen bauen? Ein Kolonieschiff, kostet 280. So viel habe ich nicht. Es hat gerade Spiel gespeichert. Ah ja, okay. Kam grad so ein Pop-up. Das kann sein, dass das immer nur beim Host passiert. Und du warst ja eben Host. Mhm. Dann habe ich das vielleicht nicht. Das ist Rivalität. Was? Ja, sehe ich auch. Du. Okay, bist sind aber du andere. Nicht? Ich bin keiner der beiden. Ach so, okay, ja. Nee, gut, dann haben sich da einfach zwei die Rivalität erklärt. Das ist an sich ja nicht sind weiter die wild. Dumm. Ja, hat aber, glaube ich, auch Vorteile. Okay. Wie ist denn das nochmal? Warte mal, wenn ich jetzt hier irgendjemandem die Rivalität erklären, kann ich hier gar nicht. Wir können keine Rivalität. Ach so. Man kann keine Rivalität gegen jemanden betreiben, bei dem man eine Botschaft hat. Das macht Sinn. Mm. Ich weiß gar nicht, was passiert denn, wenn ich. Ach so, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Typen da rechts unten, diese Galactic Sirgor Commonwealth, zu meinen Rivalen erkläre, das mache ich auch mal,
dann bekomme ich zwar, also es verschlechtert zwar unsere Beziehungen um minus 100, aber das bringt uns monatlich plus 0,45 Einfluss. Ah, okay. So, das machen wir mal. Das machen wir. Fellowship of Donald Trump hat Galactic Sirgok, genau. Was sind genau diese Galactic Sirgok? Sind die bei dir? Ganz, ja, ganz rechts von, das waren die, wo ich eben sagte, ach, wo die ich du nicht sehen nicht kann. Ja. Genau. So, jetzt kriege ich hier nochmal einen neuen Kontakt. Wir sind von einem zuvor unbekannten Weltraumreich kontaktiert worden. Von den Spiran Galactic Confederacy. Spiran Galactic Confederacy grüßt euch. Kanzler Wings Orange ist zwar unser erwählter Repräsentant, aber in Wirklichkeit haben alle unsere Bürger Anteile an unserer Regierung. Wir streben danach, uns selbst durch technologische Mittel zu verbessern. Ein Wunsch, von dem wir hoffen, dass ihr ihn mit uns teilt. Na, kommt uns nicht in den Weg, sonst werdet ihr es bereuen. Die sind da ganz oben im, ich sag mal, im Norden sozusagen. Das macht überhaupt keinen Sinn, Norden zu sagen. Also da oben sind die halt. Ja. Oben. Da oben. Ja, da hätte unser Erdkundelehrer uns damals für umgebracht, sowas zu sagen. Oh, oh, Moment, was ist hier los? Forschungsstation bauen. Da habe ich doch was noch nicht gebaut gehabt. Oh, ich habe ja ganz viel noch nicht gebaut gehabt. Das ist ja totaler Quatsch, was ich eben erzählt habe. Ich hatte diesen erweiterten Modus hier, diesen Detailkartenmodus nicht aktiviert. Deswegen habe ich einfach noch nicht gesehen, dass ich noch jede Menge bauen könnte. Okay. Müsste, sollte. Planeten befestigen. Was forschen wir denn? Laserverteidigungsmodul. Disruptor. Disruptoren feuern Hochenergiebolzen, die sich schwächen und zerstören, auf die molekulare Verbindungen auswirken, welche die Einzelatome des Ziels zusammenhalten. Gegen Schilde sind sie besonders effektiv. Na komm, ab dafür. So. 280. Dann kann ich ja mein Kolonieschiff bauen. Ab dafür. So, jetzt verstehe ich das auch ein bisschen mehr mit diesen Wurmlöchern. Okay, hast du jetzt deinen ersten Bauen. Weil immer wenn ich eins bauen möchte und da wähle ich ja das Konstruktionsschiff an, wähle dann Wurmlochstation bauen aus und auf einmal wird alles rot. Ja. Und das sehe ich ganz am Rande innerhalb eines Systems, da ist eine Zone, die nicht rot ist, und das würde auch erklären, diesen Text, den verstehe ich jetzt erstmal, dass Wurmlochstationen nicht innerhalb eines Schwerkraftbereichs gebaut werden können. Also ich muss wirklich immer ganz am Rand eines Systems bauen. Innerhalb eines Systems. Ah, okay. Ach so, ah, jetzt okay. Jetzt baue ich gerade die nächste. Dann müsste ich nach links unten mehr Platz haben. Verstehe. Identisch monolithisch. Was? Epsilon Indy 5 ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar, aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Zenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlerisch geneigten Rasse platziert. Hm. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um Fiktion handeln muss. Oder? Okay, gib mir 216 Ingenieurforschung. So, was haben wir hier? Oh, nochmal monatlicher Einfluss plus 1,0. Das ist ja eine geile Sozialforschung. Ja, echt, hatte ich jetzt eben schon mal irgendwie, dass ich meine monatliche Forschung um plus 1 erhöhen konnte. Und das finde ich jetzt nochmal, das ist natürlich super. Das erlaubt sie dann mehr Außenposten zu unterhalten. Ja. Konstruktionsschiff. Ah, wo schicke ich denn mein Konstruktionsschiff jetzt noch hin? Wir brauchen auf jeden Fall noch Energie. Ah, okay, ich kann keinen Außenposten mehr bauen, weil ich zu wenig Einfluss habe. Ich muss Einfluss generieren. Wie generiert man den am besten? Einfluss generierst du, ja, zum Beispiel, indem du jemandem Rivalität erklärst. Okay. Das gibt so 0,5 rum, gab es bei mir ja eben zumindest. Du kannst oben, wenn ich jetzt hier zum Beispiel oben bei mir auf Einfluss draufgehe, dann siehst du genau, wofür du welchen bekommst und wofür du welchen abgezogen kriegst. So, da steht bei mir dann zum Beispiel durch Rivale plus 0,45 und dann durch eine Forschung, diese planetare Verteidigung, Vereinigung, kriege ich nochmal plus 1,0. Wo steht das? Wo muss ich das draufklicken? Mit dem Mauscursor? Nee, einfach nur über dieses Einflusssymbol fahren. Ah, okay. Dann kommt so ein Pop-up und so ein genau. Und da drin siehst du das dann.
Die Zugewinnsrate bleibt während des gesamten Spielverlaufs relativ konstant, kann aber durch folgendes leicht beschleunigte Verbesserung der Gebäude in der planetaren Hauptstadt auf die höchste Stufe oder Deklarierung an A als Rivalen, okay. Genau. Verstehe. Verbesserung der Gebäude in der Hauptstadt. Mal gucken, was man, ob man die Gebäude bereits verbessern kann. Ja, da siehst du dann, also normalerweise, wenn du die verbessern kannst, steht oben rechts in der Ecke von so einem Gebäudefeld eine gelbe Abdeckung mit so einem Pfeil nach oben und das zeigt dir halt hier, das kannst du jetzt verbessern.